Das kriegen wir auch irgendwann hin und das ist ja auch gut so. Was ist das jetzt hier wieder? Aber wo die wollen ja, wollen die Bildung haben? Ich weiß nicht so genau. Eventuell mit Bildung steigt ja auch die Möglichkeit, dass wir hohe Häuser haben, oder nicht? Historisches Gebäude, naja, ungebildet 6. Ich glaube, wir knallen wirklich jetzt mal. War eigentlich schon sinnvoll. So, eine Oberstufe. Dann sind die Leute auch eventuell nicht ganz mehr so dumm, wie sie eigentlich sind. Ups. Geht das überhaupt noch? Ja, ein bisschen, ne? Wenn wir hier so durchgehen. Machen wir so ein bisschen besser. Bevölkerung 2800. Geht immer ein bisschen hoch. Arbeitslose Bürger 4%. Erwachsene, Familien und Senioren. Die 7 Geburte, das geht gut. Und 3 Tote, liegt auch im Rahmen. Das ist so die Numerus Clausus, die man so hat. Das stimmt schon. Die Leute sind relativ zufrieden. Ja. Finde ich okay. Hier Bildung. Das ist doch was, was man sehen kann. Okay, Grundschule, die Kapazität Bürger mit Abschluss 40%. Oh. Berechtigt 110. Okay. Und hier haben wir 1000 Möglichkeiten. Berechtigt sind 366. Das ist übergreifend, ne? So wie ich das sehe gerade. Jo. Ah, okay, Bürger mit Abschluss eines Grundschulabschlusses. Das ist aber auch irgendwie mies. Wenn wir hier sind, hast du nur hier so einen kleinen Radius. Und die Oberstufe hat einfach schon Bombs. Schon größeren, aber es ist irgendwie logisch. Hat doch mehr Leute, die man aufnehmen kann. Und es sind schon 3%. Also sollte ja hier irgendwann dann, ja, häusertechnisch nach oben gehen, ne? Ungebildet, 3 von 4. Warum sind sie alle ungebildet? Ich weiß doch, dass wir jetzt. So, atmen, bitte sehr. Wann können wir die bauen? Bei 7500. Okay. Oder wollen wir doch mit denen hier weiterfahren? Dann, was ist, hä? Und Wasser kommt natürlich auch hier durch. So. Jetzt haben wir aber auch Wasser. Jetzt ist aber ruhig hier. Ich hoffe, das deckt hier auch. Ja, jein. Naja. Und wo ist so weit? Also hier deckt es alles ab, aber hier. Müssen wir jetzt hier wirklich Straßen bauen, damit das funktioniert? Ja, jetzt sieht es gut aus. Okay. Das war es eigentlich schon.
Wieso geht das nicht? Warum kann man... Warte mal kurz. Nee, oder? Nee. Dachte schon, das wäre jetzt irgendwie ein bisschen crazy da. 8000 Höcken. Ach, schade. So. Gebäude ist nicht leer. Raus da! Ja! Ja! Ist auch ein bisschen schade, ne? Autobahn! Nö, nö. Warum? Ich check's doch gar nicht mehr. Warum sind die jetzt hier? Warum sind jetzt plötzlich mehrere? Ich check das gar nicht. So wollte ich das haben. Ach, die parkieren hier. Mama mia. Kann man auch nerven, dass die hier parkieren. So. Schubsdiwups, da haben wir ein bisschen mehr Party in der Haus. Dann müssen wir hier ein bisschen... Oh, hallo? Und weiter geht's. Funktioniert gut. Ist der eigentlich hier theoretisch so... Ups. Mülldeponie ist voll. Und nun? Mal kurz, was heißt das hier? Die Kapazität von Mülldeponien und Friedhofen ist begrenzt. Nachdem die Kapazität erreicht ist, können Sie eine neue Einrichtung bauen. Wenn Sie eine Mülldeponie oder einen Friedhof einnehmen möchten, müssen Sie eine Einrichtung zuerst entleeren. Ja? Können wir noch nicht bauen. Ja. Und wohin wird das entleert? In andere Einrichtungen. Naja. Also irgendwo muss ja die Schlotterpumpe ja jetzt hin. Ja, ja, es kommt, es kommt, es kommt. Alles gut, Kinderchen. Ja, gute Nacht. Ey, die wollen schon wieder einziehen, was ist denn los? Wir haben, glaube ich, hier nur die Ein-Billo-Straße, oder? Ja, passt hin. Beschweren sich über Straßen. Ist doch eigentlich positiv. Oder sehe ich das gerade falsch? Sind Straßen eigentlich positiv? Kann ja gut.
Wenn es jetzt nicht wird, weiß ich auch nicht. Nein! So, jetzt aber. Huch! Dann machen wir hier mal... So, den hier. Haben wir jetzt was zu meckern? Ich glaube nicht. Warum? Haben wir noch alles in Ordnung, oder? Gebiete erreichen? Ja, dann macht er doch. Müllverbrennerahnung verbrauchen nichts. Was war das jetzt wieder? Strom haben sie natürlich, klar. Ja, Rohstoffe. Ja, wir müssen halt importieren. Importieren, importieren. Wir haben keine Rohstoffe. Ist doch klar, ne? Wie wollen wir die Parks haben? Sind doch schon eher höher, dachte ich jetzt. Naja, auch nicht so ganz, ne? Was? Nicht genügend Wasser. Oh! Das war ein bisschen doof. Genau dazwischen. Ein Haus genau dazwischen, wo wir nichts haben. Ja, das kann auch nur ihm passieren. Wir haben doch hier Spielplatz. Was man hier auch nicht sieht, ne, was es ist. Also was der... Oh, meine Nase. Hier, 120 Unterhalt. Ist es ein Hundepark oder ist es ein kleiner Park? Keine Ahnung. Warte mal kurz. Der gibt 40. Wir können hier 1, 2, 3. Ich mach mal nur ein Experiment. Ja, weg damit. Oh, jetzt sind alle böse. 40, 80, 120, 160. Warum sind jetzt alle plötzlich so happy? Wir haben hier 40, 80, 160, 320 Punkte gegenüber 120. Da müssen doch jetzt die Zahlen der Happiness in die Höhe steigen. Also so gefühlt. Muss ich die Stufen? Nö, ich will die Attraktivität sehen hier. Nicht die.